74 Jahre ist es her, dass die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreit hat. Aus diesem Grund beging der Bundestag am Donnerstag eine offizielle Feierstunde. Hauptredner war Saul Friedländer. Der 86-jährige jüdische Historiker überlebte den Holocaust, weil er von seinen Eltern in einem katholischen Internat in Frankreich versteckt wurde. In seiner Rede sagte er, das Deutschland von heute sei ein Bollwerk gegen den Antisemitismus geworden. Wir alle hoffen, dass Sie die moralische Standfestigkeit besitzen, weiterhin für Toleranz und Inklusivität, Menschlichkeit und Freiheit, kurzum für die wahre Demokratie zu kämpfen. Unter den Zuhörern waren auch diese Jugendlichen aus Deutschland, Frankreich und Polen. Am Mittwoch hatten sie die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin besucht. Die 17-jährige Gina Bessler findet es wichtig, das Gedenken an den Holocaust lebendig zu halten. Es gibt viele Jugendliche in unserem Alter, die sich dafür gar nicht interessieren. Aber da gibt es auch wiederum welche, wo ich auch zugehöre, die sich dafür einsetzen, dass es aufrechterhalten wird und erinnert wird, weil ich auch einen persönlichen Bezug dazu habe und auch Zeitzeugen getroffen habe, die mir von ihren Schicksalen erzählt haben. Also das 75 Jahre ist jetzt noch nicht so viel, finde ich. Deswegen fände ich es schade, wenn das in Vergessenheit gerät, weil sowas sollte sich nie wieder wiederholen. Florian Hasler macht gerade seinen Freiwilligendienst in der Gedenkstätte Dora Mittelbau, wo während des Krieges Zwangsarbeiter in einer unterirdischen Raketenfabrik arbeiteten. Ihn macht nachdenklich, dass ganz normale Menschen den Holocaust möglich machten. Wer das gemacht hat, das waren ja auch ganz normale Menschen, wie auch heutzutage, wir es eben sind. Und dass eben man eben auch immer wieder daran erinnern muss, damit eben das Ganze dann immer im Bewusstsein bleibt und dass man also quasi auch aufpasst und immer wachsam bleibt, dass sich so etwas nicht nochmal hier in Deutschland zum Beispiel jetzt wiederholt. Obwohl die Nationalsozialisten in Auschwitz und anderen Orten Millionen, vor allem jüdische Menschen, ermordeten, droht die Erinnerung an den Völkermord zu verblassen. 40% der 18- bis 34-Jährigen gaben einer aktuellen CNN-Umfrage zufolge an, wenig oder gar nichts über den Holocaust zu wissen. Gleichzeitig beklagen viele Juden in den letzten Jahren eine Zunahme von Judenfeindlichkeit.